Wir sind dafür bereit, zusammen mit liberalen, konservativen, linken Kräften diesen Notstand und Ausnahmezustand zu beenden. In dieser schweren Stunde wollen wir zusammenstehen und für das Recht, Linke dazukommen. Für das Recht, kein Zero Covid. Für das Recht und die Demokratie kämpfen, dass wir gemeinsam uns später wieder streiten dürfen. Darum geht es uns. Liebe Weimarer, liebe Demokraten, ich spreche hier im Namen der frisch formierten Freien Linken, einer Gruppierung von Linken, die bei Verstand geblieben ist, sich nicht hat gleichschalten lassen wie die Mehrheitslinke in Parlament, Straße und Medien. Sogenannte Linke, die zusammen mit den Ausbeutern und Unterdrückung auf niederträchtige Weise die Demokratiebewegung gegen die Demokratiebewegung agieren. Die nicht verstehen, dass Schockstrategie und inszenierte Krise einem globalen, nie gesehenen Abbau unserer Grundrechte dienen, sondern dem Aufbau eines unmenschlichen und noch ausbeuterischen autoritären Überwachungskapitalismus, in deren Zuge wir einen weltweit ungeheuerlichen Verlust an Arbeitsplätzen mit ansehen, der auch unser Land nicht verschont und nicht verschonen wird und den niemand haben will, der noch Humanität besitzt. Humanität, von der der große Herder hier an seiner Weimarer Wirkstätte sagte, dass unser Geschlecht mit ihr lediglich begabt sei, die sich nur ausbilden kann, wenn der Mensch frei und materiell abgesichert ist. Heute sind wir hier, um unseren ausdrücklichen Respekt und Dank an den Weimarer Richter Matthias Gericke zu übermitteln. Vielen Dank, lieber Matthias Gericke, der mit seinem Mut und seiner Selbstlosigkeit um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sich verdient gemacht hat und deren Willen wir heute alle gemeinsam hier sind. Die Arbeiterbewegung ist Erbin der Aufklärung und steht in der Tradition der großen bürgerlichen französischen Revolution, wo es um die Verteidigung der Errungenschaften von 1789 geht. Da stehen wir zusammen mit liberalen und konservativen Antifaschisten, wie wir sie hier alle sind. Die demokratischen Errungenschaften in Deutschland und der Welt wären ohne die Arbeiterbewegung nie zustande gekommen. Ihr Kampf und ihre Revolutionen waren fast immer friedlich. Nicht so die der Konterrevolution und die permanente Repression der herrschenden Klassen. Vor 150 Jahren hat man die Aufständischen der Pariser Kommune in Massenabfertigung niedergeschossen. Frauen und Kinder selbstverständlich inklusive. Warum diese historischen Exkurse? Man wird sie in Weimar schon leid sein. Fehlen bloß noch Goethe- oder Schiller-Zitate. Darum, meine lieben Damen und Herren, weil man sich nichts vormachen darf über die Natur der Mächtigen, die das Volk seit einem Jahr offen terrorisieren. Deshalb kann ich mich hier neben Goethe als Schwabe nicht um den schwäbischen Gruß drücken. Er aber, der die Krankheit und das Leid der Menschen missbrauchende Politiker, sag's ihm, er kann mich im Arsch lecken. Die Demokratisierung wurde stets vor allem von der Arbeiterbewegung vorangetrieben. Deshalb stehen wir gemäß unserer Tradition heute hier, wo vor 102 Jahren die verfassungsgebende Deutsche Nationalversammlung zusammentrat und sich Deutschland dank der von links angeführten Novemberrevolution erstmals eine demokratische Verfassung gab. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht erst heute, nein. Bereits damals gab es Teile der Linken, die Staat und Kapital treu ergeben waren, die soziale Revolution verhindert haben. Einer von ihnen, Janowski, der andere, Friedrich Ebert, sprach vor 102 Jahren hier im Deutschen Nationaltheater zu meiner Rechten mit Verweis auf die Weimarer Klassik folgende Worte, Zitat: So wollen wir an die Arbeit gehen, unser großes Ziel fest vor Augen, das Recht des deutschen Volkes zu wahren, verflucht, nee, das hat er nicht gesagt, das Recht des deutschen Volkes zu wahren, eine starke Demokratie zu verankern und sie mit wahrem sozialem Geist und sozialistischer Tat zu erfüllen. Zitat Ende. Die Worte Eberts sind die unseren und deshalb sind wir hier.
Die Taten Eberts sind es nicht. Er sprach diese Worte kaum zwei Wochen, nachdem seine SPD die Kommunisten Luxemburg und Liebknecht ermorden ließ, sowie die soziale Revolution in Berlin niedermetzeln ließ. Zu Recht sprach deshalb der liberal-konservative Publizist und Antifaschist Sebastian Haffner davon, dass das Ausbleiben der sozialen Revolution der maßgebliche Grund für das Scheitern der ersten deutschen Demokratie war. Gleiches gilt heute für die Berliner Republik. Wir verteidigen die Grundrechte und sind Linke, weil die Würde des Menschen nicht nur auf dem Papier, sondern in der Wirklichkeit unantastbar sein soll und für alle Menschen gelten soll. Die Würde des Menschen aber wird sowohl auf lokaler als auch globaler Ebene in widerwärtigster Weise durch das kapitalistische System und seine Handlanger mit Füßen getreten. Massive Ungleichheit und Ungerechtigkeit, imperialistische Kriege und Kriegsvorbereitung, wohin das Auge nur sieht. Durch den weltweiten Ausnahmezustand sind zusätzlich Abermillionen Menschen verhungert, als ob das nicht schon genug von denen gäbe. In einem System, das Nahrung für mehr Menschen bereithält, wie wir auf der Erde sind, wohlgemerkt. Diejenigen der 99%, die noch ihre Arbeitskraft an den Kapitalisten zu Dumpinglöhnen verschachern müssen, die noch nicht durch die Schikane der Jobcenter zu gebrochenen Menschen gemacht wurden, die dafür auf Arbeit alles über sich ergehen lassen müssen, aus Sorge um Haus, Hof und Familie, die jetzt in beengten Verhältnissen eingesperrt sind, deren Kinder gefoltert durch Masken und asoziale Distanzierung in ihrer Bildung verkrüppelt und behindert werden. Deren Alte in Altenheimen seit Jahren im Akkord von völlig ausgebeuteten Pflegern zu Profitzwecken für Kapitalisten abgefertigt werden, den man jetzt noch diese in Windeseile zusammengepanschte Gift als Gnadenschuss hineinjagt, damit die arschreichen Aktionäre noch reicher werden. Nein, hier ist keine Würde, nirgendwo. Und deshalb sind wir heute alle hier, weil wir es mit Schiller halten, der sagte: Nichts ist einer großen Seele unerträglicher, als Ungerechtigkeit zu dulden. Aus all dem und dem, was ihr sowieso aus eurem eigenen Lebens- und Arbeitserfahrung wisst, was die Reichen und Mächtigen treiben, sollte doch völlig klar sein, dass wir gerade mit Sicherheit keinen Übergang zum Sozialismus oder Kommunismus sehen, wie manche Rechte und Linke in geistlicher Umnachtung fabulieren. Freiheit! Genau, Moment. Sondern wir sehen hier den Versuch, die Klassengesellschaft ohne dafür notwendige Unterwerfung auf Dauer zu stellen. Was wir sehen, ist das Gegenteil von Kommunismus, der die klassenlose Gesellschaft freier Menschen will, die übrigens vielleicht gar nicht so weit weg ist von der Idee der Menschheitsfamilie, der Demokratiebewegung. Die Menschheitsfamilie aber wird Illusion bleiben, solange Kapitalismus und Kapitalisten herrschen. Und deshalb muss die Demokratiebewegung nach links, um ihre Ziele zu erreichen. Nur ökonomische und soziale Gleichheit ohne die demokratische und gesellschaftliche Verwaltung der Wirtschaft im Gemeinbesitze aller kann überhaupt den Anfangsgrund einer wahrhaft freien Gesellschaft liefern. Und deshalb stehen wir als Linke hier und sagen mit Bakunin, dass wirkliche Freiheit und Sozialismus unbedingt zusammengehören. Zitat: Wir sind überzeugt, dass Freiheit ohne Sozialismus Privilegienwirtschaft und Ungerechtigkeit und Sozialismus ohne Freiheit Sklaverei und Brutalität bedeutet. Sozialismus hat nichts mit Rechtslosigkeit zu tun, sondern mit Verwirklichung des Menschenrechts in aller Welt. Selbstverständlich stimmen wir den Grundrechten zu, betonen aber gleichzeitig, dass sie im Rahmen der Herrschaft des Großkapitals ständig bedroht sind und deshalb damals wie heute nicht ausreichen. Zum Beispiel fehlen im Grundgesetz, anders als in der UNO-Deklaration von 1948,
die wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Grundrechte sowie ihre Einklagbarkeit. Abschließend deshalb Max Reimanns prophetische Worte anlässlich der Verabschiedung des Grundgesetzes 49. Zitat: Wir unterschreiben nicht, es wird jedoch der Tag kommen, da wir Kommunisten dieses Grundgesetz gegen die verteidigen werden, die es angenommen haben. Dieser Tag ist heute da und deshalb stehen wir hier an eurer Seite. Die Freie Linke schließt diese Rede mit folgenden Sofortforderungen zum Ausnahmezustand. 1. Sofortige Aufhebung des Ausnahmezustands. 2. Weg mit den Corona-Zwangsmaßnahmen und den Drecksmasken. 3. Bestrafung der Verantwortlichen für den Staatsstreich. 4. Aufarbeitung der Ereignisse durch eine von der Bevölkerung kontrollierte Untersuchungskommission. 3 Forderungen. 1. Weg mit den Fallpauschalen im Gesundheitswesen. Krankenhausfinanzierung wie früher nach Pflegesätzen. 2. Keine weiteren Krankenhausschließungen mehr. 3. Überführung des kompletten Gesundheitssektors in öffentliche Hand. Zur sozialen Frage. 1. Vermögenssteuer sofort. 2. Für eine armutsfeste Grundsicherung weg mit Hartz IV. 3. Erhöhung des Mindestlohns und der Löhne im Allgemeinen, um die Wirtschaft anzukurbeln. 4. Weg mit der CO2-Steuer und Senkung der Mehrwertsteuer. 5. Wiederaufbauhilfen für den Mittelstand. 6. Wiederherstellung der Gemeinnützigkeit des Wohnens. Und 7. Massive Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Und zu guter Letzt, Daseinsvorsorge in öffentliche Hand. Nieder mit der Tyrannei, es lebe die Freiheit und das Menschenrecht. Danke. Ja.